Jetzt darf ich euch eine erste Referentin von heute vorstellen. Und zwar ist es Frau Juliane Sacher. Herzlich willkommen aus Deutschland. Also es ist nicht Absicht, dass wir so wenige Frauen haben im Moment. Es könnte so aussehen, weil die letzte Frau, die hier referiert hat, die hat Stab für 10 Männer aufgewirbelt. Also es war nicht der Grund. Wir sind nicht einfach vorsichtig geworden. Es ergibt sich einfach manchmal nicht. Das ist immer, wie halt auch die Referenten zugetragen werden, man entscheidet. Frau Dr. Juliane Sacher wird über das Thema HIV/AIDS sprechen mit dem Titel Wissen Sie wirklich alles? Ein sehr anspruchsvolles Thema. Ich möchte auch über Frau Sacher einige Dinge sagen, dass Sie wissen, woher Sie kommen. Dass wir wissen, woher Sie kommen. 1972 absolvierte sie ihr Medizinstaatsexamen. Seit 1983 betreibt sie eine eigene Praxis. 1975 bis 1993 war sie parallel dazu Betriebsärztin bei der deutschen Lufthansa. 1987 wurde sie selbstständig des Deutschen Bundestages. 1987 bis 1993 war sie als Ärztin im HIV-Modell der Bundesregierung tätig. 1990, zusammen mit ihrem Kollegen Dr. Kief, erhielt sie den mit 100.000 D-Mark dotierten Köhn-Lechner-Preis über ihre Arbeit mit HIV-AIDS-Patienten. Also ich würde mal bis hierher zusammenfassend sagen, wer so viel Kohle kriegt, hat irgendwas geleistet in unserer Gesellschaft. Ja? Sie dürfen sich schon mal langsam hochbewegen, noch die letzten Daten über Frau Sacher. Frau Dr. Sacher ist Gründungsmitglied verschiedenster Gesellschaften in den Bereichen Medizin, Energie und Information über Medizin und AIDS, allem voran, glaube ich. Ist das richtig? Ihr Praxisschwerpunkt sind biologische, nicht giftige Therapien für immunologische Störungen und chronische Erkrankungen der heutigen Zeit. Allem voran Krebs und AIDS ist ihr Spezialgebiet. Sie hält seit 25 Jahren Vorträge und Seminare im In- und Ausland. Sie hat zahlreiche Veröffentlichungen auch in Zeitschriften, ist Co-Autorin verschiedener medizinischer Bücher. Also ich würde sagen, wenn Sie uns nichts zu sagen haben, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Es ist uns eine Ehre, Herr Dr. Sacher. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank für die Worte und auch Ihnen Dank, dass Sie alle gekommen sind, um auch dieses Thema zu hören. So viele Leute sind es selten, die mir zuhören. Ich habe schon viele Vorträge über HIV/AIDS gehalten und wenn man 50 zusammenkriegt, ist es viel. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, heute hier sprechen zu dürfen. Ich kenne die AZK auch schon seit einer ganzen Reihe von Jahren von einer guten Freundin, der Jamila Peiter, auch aus Frankfurt, die hier, glaube ich, von den 10-mal, 7- oder 8-mal schon da gewesen ist. Und bei mir hat es nie gepasst. Es hat nie das Wochenende gepasst. Ich hatte selber so viele Termine immer schon im Voraus. Und ich bin der Jamila aber dankbar, dass sie mir heute wenigstens beim Verkauf der Bücher und der DVDs hilft. Ja, vielleicht darf ich doch mal einmal in die Runde fragen, wer hat denn überhaupt schon mal gehört, dass HIV nicht AIDS macht oder dass vielleicht HIV gar nicht existiert? Ja, das ist natürlich nicht ein repräsentativer Standard. Okay, ich habe mir schon gedacht, das ist eine ganze Menge Sinn. Okay, ich halte über dieses Thema aber eben auch Tagesseminare und was ich in über 30 Jahren jetzt Beschäftigung mit dem Thema seit 1983 selber alles gelernt habe und was ich an Patientengeschichten habe, die, da werde ich heute überhaupt nicht drauf kommen, darauf zu sprechen kommen, das braucht ein bisschen mehr Zeit als eine Stunde. Ich musste deswegen also meine üblichen Vorträge doch mal ganz arg kürzen und habe mir überlegt, wie kann ich Ihnen
die richtigen Fragen zu stellen geben und auch die Antworten, dass Sie tatsächlich weitersuchen, wie das heute ja auch schon mehrfach angeklungen ist. Das ist ja nur ein Vortrag heute und ich fordere Sie auch dazu oder rege Sie an, dass Sie weiterfragen. Ich sage meinen Patienten immer, glauben Sie mir bitte nicht alles, aber den anderen bitte auch nicht. Ich will trotz der Zeitknappheit ein ganz kurzes Märchen Ihnen erzählen, was ich meinen Patienten, und da sind die meisten in einer Todesangst, wenn sie zu mir kommen. Sie kommen ja immer dann schon positiv getestet oder in einem Krankheitszustand und haben meistens nur das Übliche gehört. Das heißt, sie sterben bald. Eine Heilung gibt es sowieso nicht, auch aus offizieller Sicht nicht mit den üblichen Mitteln. Das kann natürlich auch nicht sein, denn ein Mittel, mit dem man jeden gesunden Menschen umbringen kann, kann niemals ein Heilungsmittel sein. Und das ist es natürlich auch nicht, sondern man könnte, wenn es überhaupt... Man könnte es, und auch das tue ich seit einer ganzen Reihe von Jahren, obwohl ich völlig gegen diese Mittel eingestellt war und auch im HIV-Modell der Bundesregierung beweisen konnte, dass meine Patienten, die es als einzige nicht bekommen haben, die besten Ergebnisse hatten, habe ich dann eines Tages mich auch entschlossen, in bestimmten Situationen das Mittel zu übernehmen, falls jemand da ist, der vielleicht selbst betroffen ist oder jemanden kennt. Ich setze es ab und zu ein, aber genauso wie ein Antibiotikum, was auch jeden Menschen umbringt, wenn man es regelmäßig nimmt, darf man es nur in einer bestimmten Situation aus bestimmten Gründen geben und niemals als Heilung und als sogenanntes antivirales Mittel. Das werden Sie am Ende dieses Vortrags mit Sicherheit begriffen haben, dass es darum gar nicht gehen kann. So, es gibt eine sehr bekannte Dichterin aus Deutschland, und sie hat einfach mal gesagt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und deswegen gebe ich Ihnen jetzt einiges an die Hand, was Sie dann wissen können, wenn Sie es vielleicht selbst überprüfen. Nicht nur, weil ich irgendwie hier nett bin und das hier angenehm vortrage oder weil Sie vielleicht kurzfristig es nachvollziehen können. Fragen Sie, fragen Sie, fragen Sie. Und Sie können mir auch sicher mal eine Mail schicken, aber ich kriege jeden Tag aus der ganzen Welt Post und dann muss ich immer gucken, was ich von diesen Sachen schnell beantworten kann, weil ich natürlich vorrangig immer den Patienten antworte. Wie fing das Ganze an? Also in den Anfang der 80er Jahre gab es kranke Menschen, die sind aufgefallen durch eine bestimmte Krankheit, nämlich eine Lungenentzündung, die üblicherweise nur bei schwer immungeschwächten Menschen, also entweder Babys, die mit einem schlechten Immunsystem geboren sind, vorkam oder bei Menschen, die eine Transplantation bekommen haben und deren Immunsystem man künstlich heruntergefahren hat, übrigens mit dem gleichen Mittel, das AIDS-Patienten regelmäßig bekommen, nur so nebenher. Und diese Immunschwäche, die führt dazu, dass dann bestimmte Krankheiten auftauchen und dass sie daran verstorben sind. Was die ersten 5 Patienten, die dokumentiert sind, gibt es ganze Bücher darüber, über die ersten 5 Patienten, gar nicht so schnell getan haben. Aber das erfährt keiner. Als ich das damals hörte, 83, dass es ein neues Virus geben soll, weil es so eine Schwulenseuche geben soll, habe ich sofort gedacht, das stimmt doch nicht. Wieso soll sich ein Virus dann nur die schwulen Männer aussuchen? Ja? Und das ist ja völlig absurd. Und ich erinnerte mich an die Robbenseuche in der Nordsee 1979, kann vielleicht der eine oder andere sich auch erinnern. Da hieß es, es gibt ein neues Virus, es wurde auch gesucht, weil die Robben alle verstorben sind. Ich war damals schon einige Jahre im toxikologischen Arbeitskreis einer Gruppe aus Heidelberg um die Gynäkologin Frau Professor Gerhardt damals. Und wir haben gesagt, guckt euch doch einfach die versaute Nordsee an, dann wisst ihr doch, warum die Robben sterben. Das ist inzwischen auch Standardwissen, aber keiner hat natürlich groß verbreitet, dass da kein Virus gegeben hat, den man zuordnen konnte und so weiter. Sodass ich dachte, die werden mit Sicherheit einen finden. Die haben da so ein paar gefunden damals auch, aber keiner ist dem dann wirklich zugeordnet worden. Am 23. April 1984 hat dann
Gallo bzw. die damalige Gesundheitsministerin, die Margaret Heckler, proklamiert, dass der Dr. Gallo wahrscheinlich das neue Virus für AIDS gefunden hat. Dieses Wort wahrscheinlich ist dann ab dieser Pressekonferenz immer weggelassen worden. Fakt war, dass am selben Tag, das haben wir aber erst sehr viele Jahre, also ich habe es bestimmt 10 oder 15 Jahre später erst erfahren und die meisten wissen es bis heute wahrscheinlich nicht, dass am selben Tag der Dr. Gallo die Kultur, aus der er wahrscheinlich das Virus isoliert hat, dass er die Kultur beim Patentamt für die Tests eingereicht hat. Obwohl er ja noch gar nicht wusste, ob das wirklich das Virus ist. Das nur mal ganz am Anfang. Was ich hauptsächlich machen werde, ich werde Ihnen solche völlig widersprüchlichen Fakten, die jeder nachlesen kann, an die Hand geben, damit Sie selber weitersuchen. Ich werde Ihnen nicht alle Zusammenhänge heute nennen können, weil ich sehr viel Biochemie und Biologie dann jetzt machen müsste und dazu ist die Stunde zu kurz. Was passierte bei der Presseerklärung, beziehungsweise wie konnte so etwas überhaupt dann an die Öffentlichkeit kommen, beziehungsweise in der Öffentlichkeit als wahre Sache bleiben? Denn der Dr. Gallo hatte weder vorher noch nachher je eine Virusisolation veröffentlicht. Normalerweise ist es in der Medizin so, dass jemand etwas findet, etwas untersucht und erst wenn er das getan hat, dann kann er an die Veröffentlichung gehen, beziehungsweise an die Presse. Ja, vorher geht das normal nicht. Das ist das erste Mal da in der Medizin passiert. Aber was nennt man denn überhaupt eine Isolation? Ich sage Ihnen gleich, was meine Meinung ist. HIV, ich darf nicht sagen, dass es nicht existiert, weil man eine Nicht-Existenz ja gar nicht beweisen kann. Also kann ich das nicht sagen. Nicht? Mathematisch können Sie eine Nicht-Existenz von was auch immer nicht beweisen. Sie können immer nur etwas beweisen, was da ist. Das heißt, ich kann nur sagen, in 30 Jahren hat nie jemand dieses Virus veröffentlicht als eine Isolation. Und das erkläre ich Ihnen gleich genau, damit Sie es verstehen. Und dann gehe ich davon aus, dass es nicht existiert. Aber ich kann das nicht sicher wissen. Nur selbst wenn es existiert, kann es das, was den Test ausmacht, nicht sein. Denn nur wenn ich eine Isolation habe, die ich Ihnen gleich beschreiben werde, habe ich das genetische Material. Dann muss ich das genetische Material anschauen. Ist es ein neues Virus oder ist es ein altes Virus? Das heißt, ich muss es mit einem original isolierten anderen, in diesem Fall Retrovirus, weil HIV soll ein Retrovirus sein, vergleichen. Und dann kann ich wissen, ob es ein neues Virus gibt. Aber das ist mit HIV alles nicht geschehen. Man hat bis zu dem Zeitpunkt, nee, eigentlich bis ungefähr 10 Jahre vorher, hat man solche Bilder, wie ich Ihnen hier zeige, da sieht man, solche Bilder als einen Virusnachweis gezeigt. Das ist jetzt das Bild von der Frau Professor Rübsam-Weigmann, die angeblich in Deutschland als erste das Virus gezeigt hat. So, und dann kann man das natürlich nicht klar sehen, also hat sie Pfeile dahin gemacht. Das soll HIV sein und das soll HIV sein. So, und jetzt frage ich Sie, also das ist eine Dünnschnittaufnahme, elektronenmikroskopische Aufnahme von einem Dünnschnitt, Ultradünnschnitt. Und so hat man in den 60er, 70er Jahren gemeint, dass man Viren nachweisen könnte. Das kann auch stimmen, dass da ein Virus drin ist. Aber welches ist Virus und welches Virus ist es dann? Das heißt, das werden Sie sofort verstehen können, wenn ich das hier als Virus bezeichne oder das als noch ein spezielles, nämlich in diesem Fall HIV, dann muss ich erstmal das Original gehabt haben. Weil wenn Sie hier genetisches Material draus entnehmen, dann wissen Sie gar nicht wovon. Und dazu müssen Sie noch etwas wissen. Jede Zelle entledigt sich ihren Mülls in exakt solchen Vesikeln. Sie können gar nicht wissen, ob das ein Virus ist. Sie können nur sagen, es kann ein Virus sein, aber dazu muss man es isolieren. Und das, genau, das zeige ich Ihnen, denn das hat man natürlich, sind ja intelligente Menschen in der Wissenschaft auch,
hat man natürlich auch selber festgestellt. Das heißt, die führenden Virologen weltweit haben Anfang der 70er Jahre schon, also 10 Jahre vorher, haben die beschlossen, dass man eine Virusdarstellung nur machen kann, indem man eine Reinigung und Isolation macht. Und das geht folgendermaßen. Sie nehmen das Substrat, was wir hier, das Ganze kommt jetzt in ein Reagenzglas, welches mit Gel gefüllt ist, und dann wird das zentrifugiert. Und bei dem Zentrifugieren spalten sich die gleich schweren Dinge ab. Das heißt, es entstehen sogenannte Banden. Wenn Sie das Reagenzglas hier sehen, und dann sehen Sie hier ein paar Sachen, hier ein paar Sachen, hier ein paar Sachen. Und das nennt man Banden, wie Banden in dem Reagenzglas. Und nun weiß man, Retroviren haben immer ein und dieselbe Größe, ein und dasselbe Gewicht. Und dann sieht man exakt gleich große Teile. Da ist kein Gewebe mehr, kein Zellgewebe mehr, exakt gleich große Teile. Dies ist eine sogenannte Virusreinigung, soll auch angeblich HIV sein. Aber ich frage Sie, das ist schon in den 80er Jahren von dem Gelderblom, der damals am Robert-Koch-Institut für das Gesundheitsministerium gearbeitet hat. Und warum liegt dieses Foto dann nicht dem Nobelpreiskomitee vor? Gelderblom hat ja nicht nur Nobelpreis gekriegt. Und Montagnier hat das nie gemacht, obwohl er zu den führenden Virologen gehörte in den 70er Jahren. Da ist Folgendes passiert. Hatte ich das da jetzt davor? Muss ich mal eben schauen. Genau. Okay, diese Arbeit gibt es nicht, gibt es bis heute nicht, denn von Gelderblom stimmt die Größe nicht. Und es ist Folgendes passiert, in den 1987, also 13 Jahre nachdem angeblich HIV isoliert worden ist, hat es eine erste Veröffentlichung einer Virusisolation gegeben. Ich habe damals, als ich davon hörte, habe ich gedacht, oh Gott, was hast du jetzt die ganze Zeit den Leuten erzählt? Ja. Ich habe jedes Mal, wenn ich solche Sachen gehört habe, das auch immer geglaubt und habe dann daran gelernt. Ich weiß nur deswegen so viel darüber, weil ich mir nicht für mich persönlich nicht leisten konnte, dem Patienten was Falsches zu erzählen. So, und Sie sehen schon an dem, was unter dem Foto steht, es sind nur HIV-like Partikels, also nur ähnliche Partikel. Aber woher will ich wissen, dass es ähnlich ist, wenn ich doch das Original gar nicht habe? Aber so ist es benannt. Und Sie haben auch nicht den Nobelpreis gekriegt. Es ist einmal sind zwei Studiengruppen. Die eine hat nicht mal die Größe gehabt, da die Partikel. Ich habe leider die Fotos nicht mehr wiedergefunden. Die einen hatten nicht mal die Größe. Und das andere ist eine französisch-spanische Gruppe, glaube ich, gewesen. Und die haben dann diesen Text darunter gehabt. So, Montagnier, der ja nun genauso wie Gallo als der Entdecker von HIV galt, aber immerhin, er hat ja 2008 erst den Nobelpreis gekriegt, ist ja nie mit dem Nobelpreis gekrönt worden. Die ganzen Jahre sowieso haben alle nur von Gallo geredet und nicht von Montagnier. Gallo ist immer der Macher gewesen. Es ist nicht der gute Wissenschaftler, er ist ein Geschäftsmann. Das hat er hat immer versucht, daraus hat er ja auch geschafft, sofort seinen Profit zu ziehen, indem er nämlich die Kultur, die übrigens von Montagnier ihm mal geschickt worden war und zu der er, kann das gar nicht alles, fällt mir jetzt gerade wieder ein, kann das gar nicht alles ausführlich erzählen, zu der, also Montagnier hat 83, deswegen hat er dann tatsächlich den Nobelpreis später bekommen, auch nicht richtig, aber er hat ihn ja gekriegt, 83 schon, also einige Monate vorher, im Herbst 83, gemeint, er hat von AIDS-Patienten das Virus isoliert und hat dann diese Kultur an Gallo geschickt, die kannten sich alle untereinander, und an den deutschen Retrovirologen bzw. Virologen, den Professor Deinert. Und hat dann, existiert ein Brief, der ist später im 15 Jahre später im Bluterskandalprozess oder ja, 15 Jahre später im Bluterskandalprozess in Deutschland ist das ein Dokument des Gerichtsprozesses. Da fragt der Deinert den Gallo, sag mal, kannst du in der Kultur von dem Montagnier ein neues Virus entdecken? Und was hat er schriftlich von sich gegeben?
Können Sie alles nachsehen. Es gibt Leute, die haben das alles kopiert, gibt es auch Bücher drüber. Er hat geschrieben, nein, ich kann hier kein neues Virus entdecken, ich kann überhaupt kein Virus entdecken. So, das aber am 23. April 1984, er exakt diese Kultur dafür genommen hatte, in den ganzen Monaten diese Forschungen zu machen und dann behauptet er, der hätte da etwas drin gefunden. Das ist ja erst durch einen Prozess zwischen Montagnier, also zwischen Frankreich und USA dann rausgekommen, sodass dann beide sich den Gewinn von den Tests ja seitdem teilen und Deutschland und Quatsch und Frankreich und USA jeweils den größten Anteil verdient. Die beiden kriegen, glaube ich, 1 oder 2% jeder und ansonsten kriegen es die beiden Staaten. So, das nur mal zur Information, dass man sich sofort fragt, was kann denn hier nur abgelaufen sein? Da stimmt doch was nicht. Montagnier ist auf den ganzen Kongressen von den Leuten, die das damals schon wussten. Ich habe diese Virusisolation auch jahrelang nicht gewusst. Wir lernen das im Studium gar nicht. Wobei ich zu dem Zeitpunkt, das konnte ich nicht wissen, weil ich ja 72 schon Staatsexamen gemacht habe, da konnte ich sowieso nicht wissen. Aber es gibt viele Dinge über Virussachen, die hätte ich auch schon lernen können und keiner bringt es einem bei, genauso wie bei Impfungen, das wird einfach nicht gelehrt. So, Montagnier ist immer auf den Kongressen von Leuten, die das wussten, gefragt worden, sagen Sie, haben Sie denn Ihre eigenen Kriterien mit HIV auch wahrgemacht? Haben Sie denn die Virusisolation geleistet? Da ist er, da gibt es Filmaufnahmen von, er hat nie geantwortet, ist er einfach vom Podium, ist einfach gegangen. Ja? So, und als dann 13 Jahre später diese beiden Veröffentlichungen waren, hat er dann tatsächlich ein Jahr später in einem Film, es ist, ich weiß im Moment nicht, wie der Film heißt, von dem Jamal Tahi, ein französischer Film, es gibt es aber auch in deutscher Übersetzung, der hat ihn interviewt und hat wieder diese Frage gestellt und er hat ja genau geantwortet, no, we did not purify it. Er hat es nicht gereinigt, hat aber dann 10 Jahre später, 2008, den Nobelpreis bekommen. Er weiß selbst genau, dass das nicht richtig ist. Aber da will ich jetzt nicht weiter drüber reden. Jetzt wird er sicher auch nicht, wenn ich ihm das in aller Öffentlichkeit sagen würde, zugeben, aber er weiß es auf jeden Fall genau. Und ich habe auch Anhaltspunkte von Leuten, die das noch genauer wissen, in persönlichem Kontakt. Aber das wird vielleicht eines Tages, schafft es, den Mut aufzubringen. Als er den Nobelpreis kriegte, haben ein Journalist aus Hamburg, der Thorsten Engelbrecht, und ein Arzt aus Kiel, der Klaus Könlein, ich beide eben sehr gut kenne, mit denen ich auch zusammen dieses Krebsbuch geschrieben habe, haben die das Nobelpreiskomitee angeschrieben und haben gefragt, ob sie denn diese Virusisolation, weswegen der Nobelpreis jetzt vergeben wird, mal bekommen könnten. Und da haben sie ein Foto bekommen, was ganz ähnlich dem ersten Foto ist, das dem Nobelpreiskomitee vorliegt. Und das hat Montagnier auch gemacht. Und dann hat man ihm diesen Leuten, ich weiß nicht den Namen mehr, dann geschrieben, dass das keine Virusisolation ist, worauf, das existiert alles schriftlich, worauf die Verantwortlichen zurückgeschrieben haben, er wird den Nobelpreis bekommen, wir sind es leid, immer zu hören, dass HIV nicht existiert, dann bleibt diese ewige Rederei darüber eben weg. Ja? Also das hat das Nobelpreiskomitee geantwortet. So, hier, da habe ich, die hatte ich vorhin schon mal vorgezogen, die, eine Virusreinderstellung, wobei er behauptet, dass das HIV ist, aber wie gesagt, er hat ja den Nobelpreis nicht bekommen, das wissen wohl auch die Wissenschaftler, dass es das nicht sein kann. So, was ist denn AIDS überhaupt? Als AIDS aufkam, ich sprach vorhin von den Krankheiten, hat man einmal diese spezielle Lungenentzündung als entscheidende Krankheit und dann dieses auf der Hautoberfläche dieses Kaposi-Sarkom, eine Hauttumorgeschichte, die vermehrt bei schwulen Männern vorkam, hat man plus den HIV-Test ab dem 23. April 1984
hat man dann als Definition für AIDS genommen. So, da aber alle Welt, wie übrigens immer, wenn es irgendwelche neuen Viren oder auch vor 100 Jahren neue Bakterien gab, waren immer die Schwulen und die Schwarzen. Waren immer die Schwulen und die Schwarzen, können Sie auch in der Medizingeschichte nachverfolgen. So, dann hat man gesagt, ja, es kommt ja aus Afrika, obwohl zu dem Zeitpunkt, 85 sind sie dann dahin gegangen, um das alles zu untersuchen. Die Kranken waren ja alle in den Industrieländern. In Afrika war ja noch gar nichts veröffentlicht von irgendwelchen Kranken. Also sind sie hingegangen, die Forscher, und haben gesagt, wir müssen doch jetzt mal mit diesen Kriterien, wir wissen ja jetzt, was AIDS ist, da gehen wir mal hin und suchen die Patienten so. Haben sie die Lungenentzündung, haben sie schon nicht gefunden. War in Afrika nicht üblich. So, Kaposi-Sarkom ist in Afrika seit Jahrhunderten endemisch. Das heißt, kommt so oft vor, da würde keiner sich auf eine neue Erkrankung einlassen. Und den Test, den konnte keiner bezahlen. Also, was machen wir? Die Ärzte haben natürlich geglaubt, dass die westliche Welt die Wahrheit spricht. Ja? Ja, Mensch, dann helft uns doch, unsere Kranken zu erkennen. Wenn wir das und das und das können, was machen wir denn jetzt? Hat man eine neue Definition gefunden. Das wissen auch die entwickelt. Das wissen auch die wenigsten. Das ist die sogenannte Bangui-Definition. Die Stadt Bangui. Und die geht folgendermaßen. Wenn jemand mehr als 4 Wochen Durchfall hat und mehr als 10% Gewichtsverlust in 4 Wochen und ein kleines Symptom wie Husten oder was an der Haut oder eine Allergie oder was auch immer, dann dürfen wir diese Person als AIDS-Patient beziffern, ohne den Test zu machen, weil der war ja nicht zu leisten. Das ist die offizielle Definition, Sie können es nachlesen. Und die gilt für alle Drittländer, lesen Sie es nach. Und wer ist das denn in Afrika? Das sind exakt die Tuberkulose- und Malaria-Patienten, an denen seit Jahrzehnten Menschen in Afrika versterben, die Juno jetzt umbenannt werden. Ja, deswegen sind die Zahlen davon auch gesunken. Aber die AIDS-Patientenzahlen, die übrigens auch offiziell zugegeben, schauen Sie mal, was die WHO an Zahlen rausgibt. Ich erinnere mich jetzt nur ganz grob an eine Zahl. 1993 waren es 850.000 gemeldete Fälle in Afrika. Und die WHO erlaubt sich, das zu multiplizieren, weil sie sagt, wir kennen nicht alle. Und ja, das ist ganz offiziell. Schauen Sie nach. Es steht im Internet. Ja? Und dann wird einfach multipliziert und da wurde gleichzeitig, das hat jemand mal alles rausgesucht, die Zahlen von den offiziellen Statistiken, waren dann 3 Millionen. Ja? Ganz abgesehen davon, ja, dann komme ich doch erst nochmal auf die Tests zu sprechen. Über die Zahlen kann ich Ihnen gleich noch einige Folien zeigen. So, was teste ich denn mit dem HIV-Test? Es gibt einen sogenannten Antikörpertest, den man auch mit anderen Viruserkrankungen macht. Das ist der sogenannte ELISA-Test. Der ist aber so unsicher bei HIV, dass keiner sich auf den ELISA-Test verlassen darf. Das ist nicht erlaubt. Man darf es nicht einmal dem Patienten sagen, dass der positiv ist. Sondern man muss ihn dazu bringen, auf jeden Fall einen zweiten Test zu machen. Und das ist der sogenannte Western Blood. Da macht man eine Differenzierung der einzelnen Reaktionen auf verschiedene genetische Stücke. Ein Virus ist ja nichts anderes als ein Stück genetisches Material, was alleine nicht leben kann. Und entweder DNS oder RNS übrigens. Und was dann deswegen in eine Zelle muss, um sich da zu ernähren und da zu leben, will auch nur weiterleben. So, der Western Blot ist seit Jahren in England verboten. Das ist bei uns aber der Bestätigungstest. Wenn der positiv ist, dann ist der Patient positiv. Und der ist so variabel, dass ich jetzt wieder bei einem ganz kurz ein schrecklicher Fall. Ich hatte ja jetzt noch 2 Jahre nebenher in Holstein eine Praxis übernommen und da ist ein russisches Ehepaar, die ein
krankes Kind haben, muss man jetzt erstmal sagen. Und das ist als AIDS-krankes Kind definiert worden. Und da die Mutter aber negativ getestet war und die Eltern jetzt schon seit 2 Jahren prozessieren, um die Therapie, die sie bei mir machen könnten, in Kombination natürlich in Zusammenarbeit mit einem Kinderarzt, ich bin ja kein Kinderarzt, ein ganz kleines Kind. Die ganze Geschichte dieses Kindes passt so gut in die anderen Interpretationen, weil es etwas anderes ist natürlich als HIV. Der Vater ist auch HIV-negativ, die haben sich aber so mit dem Jugendamt und den Ärzten in die Wolle gekriegt, die also ständig die Eltern überwachen. Die Mutter lebt seit Monaten mit dem Kind in einer Einrichtung. Der Vater muss immer hin und her fahren. Die anderen 2 Kinder haben es schon nach Russland gebracht, weil sie anders gar nicht existieren können mehr von Zeitaufwand her. Und jetzt hat er gestern, ich hatte es ihm schon, weil da schon vorher mal was angedeutet wurde, das hat er nicht verstanden. Ich hatte es versucht, ihm zu erklären, weil er wollte seinen negativen Test, ich weiß es definitiv, weil er 2 Tests bei mir gemacht, wir haben es kontrolliert, sagen die, wenn die Mutter negativ ist, gibt es kein HIV-positives Kind, dann muss der Vater positiv sein und dann muss er mit dem Kind sexuell verkehrt haben. Mit dem Säugling. Und deswegen ist er jetzt in staatsanwaltschaftlicher, also gestern hat er das Schreiben gekriegt, ich hatte es ihm schon gesagt, er soll lieber den Test zeigen. Ja, ja, es ist so. So, hier zeige ich Ihnen nur nochmal, weswegen ja im Grunde auch keiner sich auf den Test, ELISA-Test verlässt, sondern einen neuen Test fordert. Immer wenn Sie diesen Test kaufen, ne, wir Ärzte lesen den meisten gar nicht, ich habe das auch nicht, ich mache ja so gut wie nie Tests, so kommen ja bei mir schon getestet an. Das ist in Ausnahmefällen so wie in dem Fall, jetzt mache ich das dann, aber ich mache es ja eh nicht selber. Ja? Und kriege normal ja die Tests nicht, Testbeipackzettel in die Finger. Sie können sich die kaufen und anschauen. Es gibt keinen, steht in jedem Antikörpertest auf HIV, es gibt keinen anerkannten Standard für die Festlegung der An- und Abwesenheit von HIV-Antikörpern im menschlichen Blut mit keinem einzigen bestehenden Test. So. Ich springe jetzt etwas, aber weil es hier auch um ein Nachweisverfahren geht, es geht um die sogenannte PCR. Der Professor Kari Bimalis, ein Chemiker, hat 1993 den Nobelpreis dafür bekommen, für eine sogenannte Polymerase Chain Reaction, die ein Stückchen genetisches Material multiplizieren kann, sodass man, weil man ein Stück nicht nachweisen kann, dann plötzlich eine ganze Menge vorliegen hat, was man dann durch einen Lichtreflex übrigens nachweist und dann sagen kann, aha, das Stückchen, was ich gesucht habe, ist tatsächlich da drin, denn es ist zigmal, millionenfach kopiert worden. Jetzt 2 Sachen dazu. Einmal, man hat das gemacht, weil man HIV so gut wie nie, das, was die als HIV bezeichnen, so gut wie nie beim Patienten nachweisen kann. Deswegen versucht man ja, andere Tests zu finden. Und da hat man sich diesen Test von dem Professor Kari Bimalis genommen und hat gesagt, Mensch, hier können wir doch genetisches Material nachweisen und rechnet das dann auch noch in quantitativen Zahlen aus eben. Aber ich kann dann doch nur eine qualitative Aussage machen. Ich kann doch nicht ein Stück, ja, millionenfach vermehren und dann zurückrechnen und sagen, ne, das ist jetzt 183.425. Solche Zahlen kriege ich dann. Ja, aber das ist alles fiktiv. Ich lese Ihnen kurz vor, was Kari Bimalis dazu gesagt hat. Der hat schon auf seiner Nobelpreisrede gesagt, dass man seine Methode betrügerisch bei HIV-AIDS anwendet. Meine Meinung deckt sich sehr oft nicht, ach so, erstmal die Überschrift schon in dem Interview, 99% aller Wissenschaftler, wenn die in einer Meinung sind, dann muss da was falsch dran sein, das ist seine Meinung. So, meine Meinung deckt sich sehr oft nicht mit dem Mainstream, nicht einmal mit der gerade vorherrschenden Expertenmeinung. Aber die Wissenschaft sollte sich an ihre Regeln halten und die wichtigste lautet, wer jemanden von seiner Wahrheit überzeugen will, muss ihm zeigen können, was ihn selbst überzeugt hat, im wissenschaftlichen Rahmen nach den strengen Gesetzen der Logik.
Wer mir beweisen will, dass der HIV-Virus tatsächlich AIDS verursacht, muss mir seine Experimente zeigen können. Also es ist nicht nur so, dass man HIV nicht nachweisen kann, man kann auch überhaupt nicht nachweisen, wie das, was als HIV genannt wird, AIDS macht. Bis zum heutigen Tage nicht. Das, was vielleicht, ich weiß nicht, ob das positive oder negative Zustimmung oder Ablehnung ist, falls es negativ ist und jemand sich ein bisschen mit diesen Methoden auskennt, hat er nicht alle Informationen. Können wir uns gerne darüber unterhalten? Wenn's, weiß ich nicht, ich sag nur. Ne, weil ich kenne das immer wieder, dass Leute sagen, wieso? Jeden Tag wird doch HIV in jedem Labor geklont. Oh, als ich das erste Mal hörte, war ich so verunsichert, obwohl ich so viel darüber weiß, das ist erst ein paar Jahre her, habe ich sofort den Heinrich Krämer, der ja das Buch Die stille Revolution von Krebs und AIDS geschrieben hat, von dem ich viel gelernt habe, der hat dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr selber gearbeitet, er hat immer geforscht und ich hatte die Patienten, ich hatte die größte AIDS-Praxis in Deutschland in den 80er und 90er Jahren. Da rufe ich in Barcelona an, wo er seit Jahren lebte. Ich sage, Heinrich, die haben jetzt erzählt, dass die jeden Tag das Ding im Labor klonen. Ja, ganz cool. Von was? Da bin ich nicht drauf gekommen. Ja, also da habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Aber daran kann man mal sehen, wie andere, die viel weniger wissen als ich, das dann glauben müssen. Ja? Ja, wenn ich klonen, ist kopieren. Und wenn ich kein Original habe, kann ich auch nichts klonen. Ja? So, worin besteht die Immunstörung? Ich glaube, ich muss mal hier jetzt genau, super. Es wird behauptet, HIV tötet die T4-Zellen. Und das ist der Grund, warum sie im Blut so wenig vorkommen. Und das stimmt. Sie kommen im Blut von HIV-Positiven oder das Recht von AIDS-Patienten extrem wenig vor. Ich habe Leute gehabt, die haben über Jahre null T4-Zellen gehabt, waren aber voll arbeitsfähig. Also war das kein Beweis für ihr Kranksein. Die waren krank, die hatten da was, aber die sind daran nicht gestorben und so weiter. Aber heute, wenn ein Arzt, die meisten sind ja jünger, wenn ein Arzt hört, 20 T4-Zellen oder so, ja, dann dreht der Stier durch. Ne? Völlig gesunder Mensch kann also gesund aussehen. Es stimmt da natürlich was nicht. Was ist denn Krankheit? Krankheit ist die gesunde Reaktion des Körpers auf etwas, was nicht in Ordnung ist. Und deswegen gehöre ich auch nicht zu den Menschen, die zwar um diese ganzen Betrügereien weiß, und die mit Sicherheit auch nicht einfach böswillig geschehen sind. Irgendjemand hatte das heute gesagt, ich weiß nicht, ob Sie es gesagt haben, 99%, oder Sie haben es, glaube ich, gesagt, ne? 99% der Menschen wissen das gar nicht. Die Ärzte meinen das nicht böswillig. Keiner will dem Patienten schaden. Die sind fest davon überzeugt. Ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der böswillig so etwas macht. Ja? Aber sie sind zu faul nachzugucken, weil ich habe doch auch nur geguckt, was die Patienten haben, nämlich hier in diesem Fall. Null T4-Zellen oder kaum. Aber was haben Sie gehabt? Ich habe immer schon ich hatte jahrelang schon Tumorpatienten zu dem Zeitpunkt behandelt und seit 83 befasse ich mich damit. Als 85 der erste Patient in die Praxis schneite, hatte ich natürlich schon über 2 Jahre mein Konzept stehen. Das war ja klar. Dass ich mir dann jahrelang die Zähne ausbeißen würde, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Fast alle Patienten, oder ich sage jetzt mal im ganz frühen Stadium, wenn es denn Menschen sind, die sich verschlechtern, das ist ja nicht bei jedem so, haben neben den sehr, sehr niedrigen T4-Zellen erhöhte sogenannte Gammaglobuline im Blut. Die gehören zu der ist eine Elektrophorese, ist eine Untersuchung der körpereigenen Eiweiße, Albumine, Globuline und so weiter. Und die Gammaglobuline, die immer an letzter Stelle stehen, wenn Sie es mal irgendwo gucken, das sind die Immunglobuline, zu denen auch alle Antikörper gehören. Was haben diese Menschen denn unterschiedlich zu denen, die nicht HIV-positiv sind? Sie haben diese HIV-Antikörper nachgewiesen. Da ist ja auf jeden Fall was dran, da gibt es einen Grund dafür. Und jetzt will ich Ihnen doch noch, auch wenn das jetzt eventuell, ich muss dann am Ende was weglassen. Ein HIV-Antikörpertest, das habe ich auch erst vor wenigen Jahren erfahren,
Naja, es sind auch schon 10 wieder. Aber eben nicht die ersten 20. Der schlägt so schnell an, dass alle hier im Saal HIV-positiv sein würden, wenn man nichts an dem Blut tut. Wenn man es pur untersucht, würden sie alle HIV-positiv sein. Aber also es wird 50- bis 400-fach verdünnt und das liegt natürlich dann in der freien Hand des Laborarztes. Ja? Da kommt es oft drauf an, da gibt es also auch Untersuchungen, dass Menschen das provoziert haben, dem Arzt, sag jetzt mal, ein schwuler Mann hat versucht, dem Arzt vorzumachen, dass er verheiratet ist, mit einer Frau erschienen und hat gesagt, er ist HIV-positiv getestet und es kann doch nicht sein, meine Frau ist auch negativ und so weiter und er ist nochmal getestet worden und war dann negativ. Da hat man mit ziemlicher Sicherheit genau das gemacht. Man hat das Blut einfach nochmal weiter verdünnt. Hat sich gesagt, Heterogesellschaft ist nicht so viel betroffen, das also ist vielleicht nicht mehr inzwischen so viel, aber weit verbreitet gewesen, dass man danach reagiert hat, was eben, ob die Menschen zu einer Risikogruppe gehörten oder nicht. Ja? Also das ist ganz wichtig. So, ich habe mir aber Gedanken gemacht, was ist das denn, wenn alle Menschen HIV-positiv sind und nur, sagen wir mal, die sogenannte Antikörperhöhe, die kann man, sind 20 Menschen, habe ich 20 Striche. Wenn ich einen Test mache, bei dem alle mit einer Reaktion sich zeigen, ja, wo ich doch rausfinden will, wer ist denn mit diesem Virus zusammengekommen und wer nicht, der bringt einem natürlich nichts. Und da gibt es eine ganz offizielle Methode im Labor, das nennt man Cut-Off. Habe ich nicht gelernt im Studium. Wahrscheinlich nicht aufgepasst oder was. Also, aber ich kenne keinen, der es gelernt hat. Man zieht einen Strich quer und dann können Sie sich vorstellen, nur die, die so viel gebildet haben, das sind die HIV-Positiven. Und die, die darunter sind, sind die HIV-Negativen. Aber wenn ich höre, hier ist einer HIV-Negativ, dann sage ich, der hat mit dem Virus nichts zu tun gehabt. Und einer ist positiv, der hat mit dem Virus zu tun gehabt. Also eine Ja-Nein-Aussage. Aber es ist eine mehr oder weniger Aussage. Ja? Und hat eben auch gar nichts mit HIV als Virus zu tun, sondern hat etwas damit zu tun, dass im Körper, ich sage jetzt mal, Zellen zugrunde gegangen sind, die sich auch in der PCR, das genetische Material zeigt sich in der PCR, in dieser Polymerase Chain Reaction von dem Curry Mullis, kommt, da bin ich ganz sicher, ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt, jetzt das irgendwie in der Grundlagenforschung nachzuforschen, ob es da Leute gibt, die auch schon mal so denken. Die entstehen in jedem Menschen, sonst hätte das nicht jeder Mensch. Und Zellen, die zerstört werden, ohne dass der Kern als erstes zerstört wird, ich muss mich nur schneiden, dann wird die Zelle zerstört und der Kern zerstört und in dem Moment wird genetisches Material frei. Immer, wenn bei irgendeinem Menschen im Körper genetisches Material aus seinem eigenen Kern frei wird, ins Blut kommt, macht der Körper Antikörper dagegen. Der kann das nicht haben, weil das falsche Stücke sind, die da geschnitten sind. Und die Falschen erkennt er genauso an wie irgendein Virus oder irgendwie von einem anderen Menschen ein Stück genetisches Material und dann reagiert er drauf. Das ist der Grund, warum die Natur ein bestimmtes Zerstörungsverfahren, nämlich die sogenannte Apoptose entwickelt hat, die Biologie studiert haben und in der Schule gelernt haben, das ja auch heute schon, wissen das. Das heißt, es muss immer erst der Kern geschreddert werden und dann darf die Zelle zerstört werden, weil es darf kein genetisches Material ins Blut. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum alle Menschen HIV-positiv sind im Grunde. Wer das überprüft hat, ist der Dr. Roberto Geraldo, den ich vor ein paar Jahren auf Kongress in Moskau, in Jekaterinburg war das, kennengelernt habe. Der ein bisschen älter noch ist als ich und der aber auch immer noch arbeitet als Allgemeinarzt, so wie ich, weil er nicht aufhören kann, weil er einfach nicht nachvollziehen kann, warum es niemanden als Nachfolger gibt, der mit einer anderen Auffassung die Patienten, die HIV-positiv sind oder AIDS haben, behandelt. Und der hat in seinem Freundeskreis, können Sie auch irgendwo im Internet nachlesen, Menschen gesucht, die sich haben testen lassen und alle waren, wenn er das Blut nicht verdünnt hat, HIV-positiv. Obwohl sie mit dem normalen Test als Heteros alle negativ waren. So, was haben wir hier?
Ach so, mit den Gamma-Globulinen habe ich noch nicht. Also, T4-Zellen sind ja CD4-Zellen, sind Helferzellen. Und wenn man Anfang der 80er Jahre gewusst hätte, dass es zwei Sorten Helferzellen gibt, komme ich gleich noch genau darauf zu sprechen, nämlich die Helferzelle 1 und die Helferzelle 2, die unterschiedliche Immunaufgaben haben, dann hätte nie jemand diese These, die heute noch existiert, überhaupt nur annähernd nach außen bringen können. Ich habe, als ich die Menschen untersucht habe, eben auch auf diese Gamma-Globuline, hatte ich ja gar keinen Anhalt, gab es auch keinen, der das sonst gemacht hat. Die HIV-Ärzte haben ihre CD4-Zellen gezählt und CD8-Zellen und so. Und das haben sie gemacht, obwohl es eine ganz normale internistische Untersuchung ist. Und da war mir aufgefallen, wie gesagt, extreme Verminderung der T4-Zellen, die angeblich von HIV zerstört werden, und extreme Erhöhung, wie ich bis heute nach fast 40 Jahren Praxis noch nie erlebt habe. So, da habe ich mich gefragt, wie geht denn das? So ein bisschen hatte ich mich noch an was erinnert, was ich im Staatsexamen gelernt habe. T4-Zellen heißen Helferzellen, weil sie den B-Zellen helfen, Plasmazellen zu werden. Die wandeln sich also um. Und die Plasmazellen sind die Zellen, die die Antikörper produzieren. Aha, habe ich gedacht, wenn da null bis kaum T4-Zellen sind, wie können die denn so eine extrem hohe Gamma-Globulin-Menge haben? Das habe ich schon ab den 85er Jahren gesehen und wusste keine Erklärung dafür. Inzwischen wissen wir das. Es ist so, wenn jemand eben in dieser Situation ist, mit den niedrigen T4-Zellen, kriegt er von der offiziellen Medizin ja die sogenannten antiviralen Mittel. Das sind ja suppressive Mittel. Und die Suppression führt dazu, dass dieser Zustand, der da entstanden ist, aufgrund irgendetwas, da können wir heute nicht drauf zu sprechen kommen, was alles für Möglichkeiten gibt, HIV-positiv zu werden, also mehr diese Antikörper zu bilden. Wenn die Mittel, die so suppressiv sind, auf das Gewebe einwirkt, dann werden sämtliche Entzündungsprozesse blockiert und dann wandern die T4-Zellen, ich erkläre es Ihnen gleich, warum sie rausgewandert sind, wandern die T4-Zellen wieder zurück ins Blut. Und das ist auch nachgewiesen. Also die T4-Zellen sind nicht zerstört, sondern die sind ins Gewebe gewandert, weil sie nämlich da die Gamma-Globuline bilden wollen, weil sie nämlich dort die B-Zellen treffen, nämlich in den Lymphbahnen, die auch typischerweise betroffen sind, und im Knochenmark, weil sie da die B-Zellen treffen, um die Gamma-Globuline zu produzieren. So, und das löst immer auch Entzündungsprozesse aus. Das macht es dann letzten Endes, dass sie dann immer kränker werden. Ein Faktor. Einer von vielen. So, und dann, wenn ich die Entzündungsprozesse blockiere, dann gehen die wieder zurück und sie haben wieder normale T4-Zellen, wo die offizielle Medizin von veröffentlicht hat, es sind keine neuen T4-Zellen. Sie gibt selber zu, es sind alte, aber bleibt bei der Behauptung, die sind deswegen weg gewesen, weil sie zerstört worden sind. Ja, das passt doch überhaupt nicht. So, dann Aussage, das Virus ist gefährlich, das habe ich jetzt gerade erklärt. So, es beruht also nicht auf einer Zerstörung der T4-Zellen, sondern es geht darum, dass es eben diese zwei Sorten gibt. Die sogenannte T4-Zelle heißt jetzt heute T0-Zelle und es gibt zwei Sorten, die Helferzelle 1 und Helferzelle 2. Helferzelle 2 macht das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, über B-Zellhilfe, Antikörperproduktion. Helferzelle 1 kannte man überhaupt nicht bis vor 20 Jahren jetzt. Die ist aber evolutionsbiologisch 100 Millionen Jahre älter. Und die produziert ein Gas. Das kannte man auch nicht in der Medizin, in der Biologie. Da ist auch 98 erst der Nobelpreis für vergeben worden. Aber das spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Die beiden müssen nämlich in einer Balance sein. Das ist T0-Zelle, TA1 hilft der Killer-T-Zelle N-Ogas zu produzieren und Helferzelle 2 hilft der B-Zelle eben Antikörper zu produzieren. Vereinfacht gesagt, das ist ein bisschen komplizierterer Vorgang. So, und die beiden stehen in einer Relation, stehen in einer Relation zueinander. Und zwar geht nicht, es ist nicht möglich im Körper, nur TA2 zu erhöhen, TA2 plus TA1 zu erhöhen. Die sind miteinander verbunden und wenn das eine sich erhöht, wird das andere vermindert. Und das ist genau das Problem, was man inzwischen weiß, ist,
Diese Balance wird durch das entscheidende Entgiftungsmolekül Glutathion, hat sicher der eine oder andere schon gehört, wird in der Leber gebildet, ist ganz viel im Eigelb vorhanden. So nur als Beispiel ist ein Tripeptid, also ein Eiweiß mit drei Aminosäuren, Glycin, Glutamin und Cystein. Cystein kennt jeder von Ihnen, das ist das Acetylcystein, was man für die Bronchien nimmt. In den Bronchien sitzen wegen der Sauerstoffaufnahme, die ja lebensnotwendig für uns ist, aber zu einem bestimmten Radikalgestehen führt, muss da extrem viel Glutathion hier sitzen. Deswegen haben die übrigens alle eine Lungenentzündung gekriegt. Ja? Aber das ist jetzt nur so nebenher. Ich kann über diesen medizinischen Anteil gar nicht so viel jetzt sprechen. Aber wenn einer zuhört, dann sieht er auch Zusammenhänge, dass man da noch viel weitergehen kann. Ich kann das, wie gesagt, nicht alles jetzt bringen. So, aber wie immer wenn Glutathion vermindert ist, dann kommt es zu einer Verschiebung in Richtung TH2, weil nämlich die Immunantwort TH1 sehr aggressiv ist. Dieses Molekül, das in OGAS ist, sehr aggressiv, ist beispielsweise eine TH1-Erkrankung, ist eine akute rheumatische Erkrankung, wo die Gelenke zerfressen werden von diesem Gas. Und die ist total schmerzhaft und der Körper will das auch nicht. Und da braucht er nämlich immer das Glutathion dafür. Und wenn das Glutathion vermindert wird, und jetzt schauen Sie sich mal an, wo wird das vermindert? Bei diesen Giften. Ja, ein ganz wichtiges Mittel. Die Leute kriegen alle, weil sie immer mal Infektionen hatten, Paracetamol. Also im schwulen Bereich ist das normal, das ist Sache, Entschuldigung, mal zu fressen. Ja. Das ist ja das Fieber- und Schmerzmittel. Ja, können wir ja kleinen Babys schon geben. Was das für auf sich hat, kommen wir gleich drauf. So, und all diese Sachen vermindern Glutathion. Vermindertes Glutathion ist bei AIDS, bei Krebs, bei anderen schweren Erkrankungen der heutigen Zeit vor 20 Jahren schon veröffentlicht worden, habe ich jetzt alle nicht dabei, die arbeiten, dass das zu einer TH2-Verschiebung führt. Ich brauche gar kein neues Virus, um zu wissen, warum da mehr Leute krank geworden sind. So, das geht weiter. So, jetzt hier Bedeutung der frühkindlichen Infektion. Nee, dazu muss ich aber erst noch die andere. Genau, habe ich falsch rum eingeordnet, sehe ich gerade. Also das sind Faktoren, die zu TH2 führen. Einmal die Umweltgifte, Pestizide, hatten Sie ja in der Folie vorher auch schon. Schmutziges Wasser, natürlich das ganze Dreckswasser in Afrika. Es ist ein Dreckswasserproblem dort. Ja? Und wer das, ich hatte ja hier noch einen anderen Link, einen anderen Film hingeschickt, der war aber nur in Englisch und den zeigen wir heute auch nicht, ist ja gar keine Zeit für da. Aber da geht es um einen der AIDS-Forscher, der 96 sich im Grunde von Gallo anfing zu trennen. Mir war das damals nicht klar. Der Jonathan Mann war auch lange von der WHO Vorsitzender. Ich habe das jetzt alles im Zuge dieser neuen Flugzeug-Crash-Geschichte, habe ich es nochmal nachgeschaut. Der ist 98 bei dem Crash in Halifax umgekommen. Ne? Ganz komisch. Keiner weiß, warum das damals passiert ist. Ne? Also der hat ganz in aller Öffentlichkeit kurz vorher gesagt, dass in Afrika nicht HIV ist, sondern es ist das dreckige Wasser, die ganze Sozialsituation und man muss ganz anders daran gehen. Die Länder in Afrika werden gezwungen von der WHO, diese toxischen Substanzen zu kaufen. Die pharmazeutische Industrie hat alles in der Hand. Die können kein klar sauberes Wasser sich leisten, weil sie diesen Mist kaufen müssen. Das ist total verrückt, ja. Okay, jetzt zwei ganz wichtige Sachen, die ich auf jeden Fall, auch wenn alles andere wegbleibt, noch sagen will. Schwangerschaft führt zum TH2 und Impfungen. So, warum ist das so? Hat sich einer eine Erklärung? Ja, ich sag's mal lieber schnell. In der Schwangerschaft muss jede Frau in diesem Zustand TH2, in den exakt den gleichen, der für Krebs und AIDS zuständig ist, zwitschen, weil sie sonst dieses zu 50% fremde Kind Körpermaterial praktisch zerstören würde. Das heißt, sie muss für den Zeitpunkt der Schwangerschaft auf jeden Fall in diesen TH2. Jetzt gehe ich nochmal eben zurück. Ein Kind wird im TH2-Status geboren. Und wenn es nicht, das hat 98 ist der Nobelpreis vergeben worden für die TH1-Geschichte. Und 3-4 Jahre später hat jemand aus der Kinderklinik an der Uni Frankfurt, habe ich auch
Kopie von dem Zeitungsausschnitt veröffentlicht, hat dieser Professor gesagt, ein Kind muss in den ersten 3 Lebensjahren TH1-gerichtete Infektionen durchmachen, weil es sonst sein ganzes Leben lang keine Balance in seinem Immunsystem kriegt. Das ist der Grund, sage ich Ihnen, weswegen Krebs, Diabetes, alle chronischen Erkrankungen, AIDS nimmt ja nicht zu, aber die anderen, bei Kindern schon heute ständig vorliegt. Als ich studiert habe, gab es so gut wie keinen Menschen unter 50 Jahre, der Diabetes 2 hatte, ist auch eine TH2-Erkrankung, die immer heilbar ist. Es gibt keinen Diabetes 2, den Sie nicht ganz einfach mit Ernährung heilen können. Jeden. Das ist alles hausgemacht. Und es gibt jetzt schon, ich habe von einem 8-jährigen Kind gehört, das Diabetes 2 hat. Ich meine, hat wahrscheinlich voll durchgeimpft und dann aber auch noch das Falsche gegessen. Ja, so einfach geht das. Und die Tumorerkrankungen bei Kindern haben ja so zugenommen, es gab es gar nicht, als ich komme aus einer alten Arztfamilie, Krebs hat sich immer rumgesprochen. Wann hat denn mal jemand Krebs gehabt? Es wird jetzt innerhalb der nächsten 2-3 Jahre die führende Erkrankung in den USA bei uns. Ja, das kann doch nicht sein. Die Menschen haben sich doch nicht so, also das Genom, das biologische System hat sich doch nicht so geändert. Das ist doch ganz eindeutig ein hausgemachtes Problem. Und das will aber gar keiner wissen, weil es im Grunde um eine Entvölkerung geht. Das heißt, was mache ich mit einer Impfung? Was will ich denn mit einer Impfung? Ich will Antikörper haben, obwohl, wie hier sicher viele im Raum wissen, ein Antikörpertest für eine Impfung ja gar kein Beweis für die Funktionstüchtigkeit einer Impfung ist. Ja? Aber das ist das, was die offizielle Ärzteschaft haben will. Die wollen Antikörper haben. Also muss in die TH2-Richtung switchen. Und das tut ja der Impfstoff selber gar nicht. Das haben Sie sicher auch schon gehört. Sondern nur die Zusatzstoffe, die Gifte, die das Glutathion verbrauchen. So einfach ist das. Damit brauche ich überhaupt nicht dieses ganze Viruszeug. Das sind alles immunologische Vorgänge über Gifte. So, jetzt HIV ist ansteckend. Nochmal ganz schnell, solange ich noch kann. Wie viel haben wir schon rum? Also, 1987 hat in Deutschland jemand, ist von eine Studie von der Bundesregierung gewesen, hat man versucht herauszufinden, wie ansteckend denn dieses neue Virus ist. Da hat man sich gesagt, in den Gefängnissen sitzen jeden Tag ungefähr 20.000 Drogenabhängige ein, die, was mir damals völlig neu war, ich bin wahrscheinlich ziemlich veraltet, wenn ich 45 geboren bin, Spritzenaustausch und Sexualverkehr im Gefängnis, ganz normal. Ja? Und da hat man sich gesagt, okay, da müssen wir alle zwangstesten, hat man auch gemacht. Die reinkommen, werden getestet, die rauskommen, werden getestet. Sollte 10 Jahre überprüft werden bis 97, nach 3 Jahren ist die Studie abgebrochen worden, weil 0 Ansteckungen waren. So, deswegen kann ich diese Studie jetzt nicht vorlegen. Eine abgebrochene Studie muss keiner veröffentlichen. Ganz einfach. So, aber in Kalifornien ist 87 auch eine Studie begonnen worden. Da hat man knapp 200 sogenannte konkordante Paare, homosexuell, heterosexuell, meistens waren schwul, aber es spielt gar keine Rolle. Einer war positiv, einer war negativ. Die hat man 10 Jahre begleitet, bis 97, 98 ist sie veröffentlicht worden, die sogenannte Padian-Studie. 0 Ansteckung. Über 10 Jahre begleitet. Dann ist man hergegangen, das war mir dann auch neu, das habe ich auch erst, 2006 war, glaube ich, in Straßburg, in Brüssel, eine Veranstaltung, bei der es um die Behandlung in Afrika ging, wo ich dann war. Und da hörte ich von dieser Studie, wo Deutschland also daran beteiligt gewesen ist, weil man nämlich epidemiologisch, das heißt der Verlauf von Krankheiten in einem Staat oder einer Region, zeigt exakt, ob es sich um eine neue Viruserkrankung, die sexuell ansteckend ist. Eine sexuell ansteckende Erkrankung kann jeder das Muster mathematisch errechnen, wie die Kurve sein muss. Warum hat mir das denn vorher keiner gesagt? So, in Afrika sind, weiß nicht, 100.000 untersucht worden. Im Titel steht, kann ich Ihnen auch liefern, die Arbeit,
Das Muster von HIV und AIDS in Afrika passt nicht das Muster einer sexuell ansteckenden Erkrankung. Es ist in Afrika veröffentlicht worden, wo Deutschland daran beteiligt ist. Haben Sie davon schon mal gehört? Ja, so sieht's aus. Neue große Seuche, so, das sind noch mal kurz die Zahlen. Es ist die einzige Krankheit, die kumulativ gerechnet wird. Das ist Ihnen vielleicht nicht bewusst. Man rechnet 83 plus 84 plus 85 plus 86 plus 7. Also man rechnet kumulativ immer alle zusammen. Das heißt, das sind immer von allen Jahren zusammen. Die exakten Daten sind hier unten. Ja, da sehen Sie, da ist da eine Seuche. Ja, so sieht's aus. So, hier kumulativ, das geben die auch alles noch zu, steht ja überall. Ne, also kumulativ, hier, ach so, da sehen Sie hier diese Multiplikation. Ne? Die WHO, die verteilt den Kuchen immer und hier multipliziert die Fallmeldungen für so 84,5, damit wird multipliziert in Asien, da waren zu wenig Fälle. Und die anderen werden so multipliziert, in den USA immerhin mit 0,18. Warum? So, mal als Beispiel. So, dann gibt es noch einen interessanten Hinweis. Seit 85, seit es diesen Test gibt, werden die Rekruten in den USA, die Männer wie die Frauen, auf HIV getestet. In den gesamten Jahren ist exakt der gleiche prozentuale Anteil, nämlich 0,35% Männer wie Frauen. Aber 80% der AIDS-Patienten ist schwul und ist männlich. Wie passt denn das in irgendeine Viruserkrankung rein? Dann sowieso die Verteilung so in Deutschland und in Industrieländern, hauptsächlich eben Europa und USA, immer 80 zu 20, so ungefähr ganz grob die Verteilung. In Afrika ist von Anfang an 50-50 gewesen. Ein Virus ist so ein kleines Stückchen genetisches Material, das kann jeder Virologe Ihnen bestätigen, kann immer nur ganz wenig exakt die gleichen Eigenschaften haben. Das kann nicht plötzlich da nur die Schwulen, da plötzlich 80-20%, hier 50-50, da macht es Kaposchi und da macht es das. Das geht gar nicht. Also jeder Virologe würde das für jedes andere Virus bestätigen. Nur bei HIV fällt es aus. Ja? Hier ist nochmal die Verteilung mit Männer und Frauen. Ist ja genauso heute gleich. Sind alles alte Zahlen, aber sind alle gleich. So, das hier überhaupt mal die Verteilung. Hier, 1981 bis 1989 waren 10.000 AIDS-Tote. 883 Tote waren aber alleine 1996 in Deutschland. Davon sind 0,22 Promille 96. Da war schon 15 Jahre die Seuche am Wüten. Denn 96, wenn man in den Spiegelartikel nachguckt, war das Jahr, in dem der letzte Deutsche versterben sollte. Also da gibt es eine Kurve, die können Sie genau nachvollziehen, ist als Spiegel veröffentlicht. Selbst die Ärztezeitung haben es aus dem Spiegel übernommen. Und das ist verheerend. Ja, 96 war sowieso schon kein Deutscher mehr lebensfähig. Aber es waren dann 883.000 Tote und davon waren 0,22 Promille eben AIDS-Patienten. Und das ist dann auch noch kumulativ. So, Pest. Innerhalb von 5 Jahren waren 25 Millionen Tote in einem Bereich, wo vielleicht die halbe Bevölkerung war wie heute. Das ist eine Seuche. Aber HIV ist doch nie eine Seuche gewesen, deswegen interessiert es auch keinen. Es sind viel zu wenig. Es sind ein paar Ärzte, die sich damit beschäftigen, die anderen haben keine Ahnung. Ja, und hier pro Stunde will ich gar nicht näher drauf eingehen. So, Säuglingssterben, da machen immer die europäischen Länder so ein Rennen miteinander. Wer ist hier der Beste oder der Beste mit dem geringen Säuglingssterbeanteil? Deutschland liegt schon lange nicht oder noch lange nicht an erster Stelle. Es sind die skandinavischen Länder, die da besser sind. Trotzdem war das Säuglingssterben immer ein Randphänomen, seit ich zumindest studiert habe. Ja, aber das sind die Zahlen in Deutschland und das sind die Toten von AIDS. Und die sind jedes Jahr hochgejubelt worden. Und hier hat keiner von gesprochen, weil das so lächerliche Zahlen sind. Ja? Das sind alles Fakten, wo Sie nachschauen müssen. Warum macht das jemand? Was läuft denn hier ab? Ja, das ist eigentlich genau dasselbe, will ich gar nicht weiter zeigen. So, hier will ich nur noch mal kurz die Studie, hatte ich am Anfang kurz erwähnt, HIV-Modell der Bundesregierung, wo ich die Einzige war, die kein ACT eingesetzt hat, damals gab es ja nur ACT,
Und nach einem Jahr gab es eine Vorveröffentlichung, die auch in Zeitungen veröffentlicht worden ist. Und das sind unten meine Patienten, alle anderen Ärzte haben ACT genommen. Die hatten 70% Verschlechterung der T4-Zellen, ich hatte 7-8%. Diese Studie ist dann, obwohl sie ja bis 96 bewilligt war, da haben wir uns damals noch gefreut, ist 93. Am 01.01.94 erfuhren wir, dass bis zum 31.03.93 die Studie abgebrochen wurde. Ich habe mir immer noch nichts bei gedacht. Das war genau der Zeitpunkt, wo weltweit klar war, ACT hat mehr getötet als Leben gebracht. Ja, das ist ja alles veröffentlicht inzwischen, 93, 94. Concord-Studie in US und in US, Deutsche war das, die Harvard-Studie und so weiter. So, diese Studie ist verschwunden. Die heutigen Leiter des Georg-Speyer-Hauses, wo die Studie durchgeführt wurde, ist in Frankfurt, ist ja von der Frau Rübsam-Weigmann geleitet wurde, die ist ja dann in die Industrie gegangen, wissen gar nicht mehr, dass da diese Studie stattgefunden hat. Und die ist von der Bundesregierung finanziert. Wir haben bis heute keine Ergebnisse. Und ich frage mich natürlich, warum? Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Leute so viel schlechter geworden sind, als sie im ersten Jahr waren. Aber ich konnte nichts beweisen, außer dieses Ding da. So, das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Dr. Sacher. Ja. Wir haben es deutlich gespürt. Ja. Wir haben es deutlich gespürt, so ein gewaltiges Thema in einer Stunde, das ist schon fast Sünde. Ja, tut uns leid, dass wir nicht mehr Energie was zur Verfügung haben. Mitgekriegt haben, genau. Ja. Sie werden sehen, wenn Sie mit irgendeinem darüber sprechen, vielleicht haben Sie es auch schon mal versucht, ja. So ähnlich wie es Ihnen geht, wenn Sie mit Ihren Kollegen sprechen. Ja, es war also, auf jeden Fall. Ich muss Ihnen auch sagen, ich habe ja seit 5 Jahren ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren laufen, einmal wegen meiner aggressiven Impfanstellung, wegen meiner Behauptung, HIV ist nicht isoliert worden und wegen meiner dubiosen Therapien bei Krebs und AIDS. Ich habe dann geantwortet, es war im Juli 2009, ich habe dann bis September musste ich antworten mit meinem Rechtsanwalt, natürlich alles schön zusammengestellt, habe ich gerade vor ein paar Monaten nochmal wieder angeguckt, weil ich endlich vor Gericht will. Habe ich super gut argumentiert, war ganz stolz drauf. Aber seitdem kriege ich nichts zu hören. Mir wird nicht ad acta gelegt, aber ich werde auch nicht verklagt. Und ich will vor Gericht. Ja. Ja? Super. Ja. Ja, das sind so die richtigen Methoden, um Menschen unter Druck zu setzen, ja. Sie zum Schweigen zu bringen. Das sind so diese alten Tricks, ja. Genau. Also auch wenn wir jetzt rein fachlich sicher auch viele Fragen zurückbleiben, etwas war völlig klar im Raum, ist ein Riesenmurks im Gange, ja? Also ich habe ja eine DVD, ja. Die von einem schwulen Freund, der gesagt hat, du hast mir das ist ja so logisch, was du alles erzählt, der hat sich alles angeguckt mit Heinrich Krämer, wir haben es auch an seiner Uni dann mal vorgespielt und da wurde ich ziemlich kritisiert in Emden, dass ich das da so kritische Sachen nicht sagen dürfte. Ich sage, ja, wo denn sonst, wenn nicht in der Uni? Ja, ja. Sollen mich doch fertig machen hier vor den Leuten. Ja, ja. Ja? Kommt keiner. Ne? So, auf jeden Fall hat der gesagt, du, und immer wenn ich antworten muss, fällt mir die Antwort nicht ein. Und dafür hat er mir die 22 Fragen gestellt, die ich auch mitgebracht habe mit den Antworten, damit jeder, falls er sich damit mehr beschäftigen will, die Sehr Antworten gut. kennt. Also wir bedanken uns ganz herzlich nochmal. Ja. Ich möchte noch etwas speziell danken. Ich möchte noch einen speziellen Dank an Sie, aber auch an alle bisherigen Referenten richten, und zwar speziell für eine Sache. Ihr deckt hier wirklich krasse Dinge auf, Hochgradverbrechen, aber es kommt so viel Liebe rüber. Müssen wir daran denken, was ist Liebe? Ja? Wenn der Liebe ist, der ist in Gott. Es kommt so viel Liebe rüber, Sie vertiefen in uns die Fähigkeit, Hoffnung zu haben in den großen Teil der Menschheit, dass man nicht alle in selben Topf wirft, nicht das Kind samt dem Bade ausschüttet. Das kam bei Ihnen auch wieder sehr wunderbar rüber, auch bei den anderen Referenten. Also da können wir ein Riesenstück abschneiden von Ihnen. Es war sehr heilsam. Danke. Etwas sind Sie uns noch schuldig. Moment. Etwas Kleines, sonst müssen Sie mit einer Schuld nach Hause. Wisst ihr, was Sie uns noch schuldig ist?
das Märchen. Ach, die Bärengeschichte. Das Märchen. Erzählen Sie uns ganz noch ein kurz. Märchen. Also im Wald hat sich herumgesprochen. Ja, wie konnte ich denn das wieder vergessen? Ist egal. Wir wollen immer dazwischen rufen und dachte ich, es kommt noch. Aber jetzt hat sich herumgesprochen, dass der Bär eine Liste hat. Und eine Liste. Und wer auf dieser Liste steht, muss innerhalb kurzer Zeit sterben. Ich finde das ein bisschen komisch, Anja Tiere. Anja kriegen auch Angst. Und, aber es geht noch so. Verstehen es nicht ganz. Und der Hirsch ist der Erste, der unbedingt wissen will, ob das stimmt, was er da so vermutet. Und geht hin und sagt, sag mal, stehe ich auch auf deiner Liste? Ja, stehst du auch drauf. Das bestätigt natürlich seine Vermutung. Und er grämt sich und grämt sich und nach ein paar Tagen ist er tot. Das spricht sich rum. Und es gibt mehr, die an Ängste kommen. Und einige glauben trotzdem noch nicht so richtig dran. Der Keiler, groß und stark, geht hin und sagt, sag mal, stehe ich auch auf deiner Liste? Ja, stehst du auch drauf. Das gibt ihm so einen richtigen Stich ins Herz. Also wie konnte er das nur einfach so locker nehmen und so, wenn der das sagt. Und ja, also er grämt sich und nach ein paar Tagen ist er tot. Darauf bricht eine riesige Panik im Wald aus. Keiner will da mehr hingehen, aber jeder will natürlich wissen, ob er betroffen ist. Und der kleine Hase, der hat so üblicherweise, ist ja immer ein bisschen locker und nimmt das so ganz, will einfach mal wissen, dann geht er hin und sagt, sag mal, stehe ich auch auf deiner Liste? Ja, stehst du auch drauf. Ja, kannst du mich da streichen? Ja, kein Problem. Vor allen Dingen meine Enkelkinder, egal wie klein sie waren, die haben es sofort verstanden. Oh, Mama, erzähl doch noch mal die Geschichte. Ja, und ich sage immer meinen Patienten, wenn sie dann mit ihren Ängsten da sitzen, ich sage, lächeln, setzen Sie sich doch nicht auf die Liste. Ja, ja. Super. Vielen Dank. Ja. Ja, das war die Pointe, ja, wunderbar. Danke.